und herzlich willkommen zu einer neuen Review hier auf Playzocker. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen schnell und schwer zu verstehen spreche, aber ganz ehrlich, mein Körper ist bis hierher voll mit Koffein. Ich kann nicht mehr zur Ruhe kommen, ich kann mich nirgendwo mehr hinlegen, weil jeder von euch weiß noch, was das letzte Mal passiert ist, als ich es erwartet habe, hier auf der Couch ein kleines Nickerchen einzulegen. Es war furchtbar. Und ganz ehrlich, es gibt ja wahnsinnig viele Dinge, die einem passieren können, wenn man im Bett ist und von Freddy Krueger aufgeschlitzt werden, ist dabei wahrscheinlich definitiv das Zweite, das jedem sofort einfällt. Aber ganz ehrlich, das ist tatsächlich nicht das, worüber wir heute sprechen. Nein, wir leisten heute mal wieder einen wahnsinnig informativen Beitrag ab zum Thema der Rip-Off bzw. Remake-Exploitation. Zu Gast ist bei uns aber tatsächlich gar nicht mein italienischer Freund Bruno Mattei, der mit Filmen wie Jaws 5 absolute Meisterwerke abgeliefert hat oder beispielsweise auch in seinem Film Bruno Matteis Terminator 2 natürlich ein Rip-Off von Aliens gedreht hat. Nein, wir begeben uns nach Indonesien. Ihr wisst schon, dieses Land, wo die internationale Filmindustrie erst relativ spät draufgekommen ist, dass es überhaupt existiert. Aber dabei gibt sehenswerte indonesische Filmbeiträge bereits seit mindestens den 80er Jahren. Und da haben wir beispielsweise vor einiger Zeit hier auf dem Kanal schon den absolut großartigen Herrn der Krokodile, aka The Devil's Sword, kennengelernt, gedreht von keinem geringeren als Schauspieler und Regisseur Ratmo Timoer, der meiner Meinung nach auch noch in dem absolut fantastischen Buta die Rache der Versklavten vor und hinter der Kamera zu sehen war. Wobei ich es tatsächlich etwas seltsam finde, dass Buta der dritte Teil einer Trilogie, einer indonesischen Fantasy-Trilogie ist, aber der einzige dieser drei Teile, der es tatsächlich bis zu uns geschafft hat. Aber ein anderer Name, der vielleicht bei dem ein oder anderen kurz den Kopf zum Düdeldü machen anregt, ist Harjut Chazil, denn er hat ebenfalls bereits einen interessanten Beitrag zum indonesischen Film abgeliefert. Ja, Lady Terminator. Der Film, wo irgendeine alte Südseegöttin eine penisfressende Schlange in ihrer Huhu verstaut, nur um irgendwann einmal dann die Leute heimzusuchen. Und wer sich gedacht hätte, das ist das Allerabsurdeste, das wir jemals aus Indonesien zu Gesicht bekommen. Nein. Dank AVV und WMM ist das Jahr 2020 tatsächlich auch eines mit guten Nachrichten geworden. Denn im Rahmen der Super Spooky Stories Collection, genauer gesagt als mittlerweile schon die Nummer 54, dieser meiner Meinung nach absolut großartigen Mediabook-Reihe, erscheint nämlich der indonesische Film Satan's Bed zum allerersten Mal in deutscher Sprache auf einem digitalen Heimkinomedium. Der Film wurde damals von All Video im City Lights Label zwar bereits im Jahr 1988 auf Videokassette veröffentlicht, wurde natürlich dann relativ bald im Jahr 1989 auf den Index für jugendgefährdende Medien gesetzt und erst im Jahr 2014 nach Zeitablauf von eben diesem wieder gestrichen. Und dabei hat es sich der Film Satan's Bed definitiv verdient, auf etlichen Indexlisten zu stehen, aber nicht auf dem. Beispielsweise möchte ich den Index der absolut großartigen What the Fuck Remakesploitation Filme anregen, wo dieser Film definitiv zu sehen sein wird. Denn bei dem Film Satan's Bed handelt es sich tatsächlich um einen Film der Remakesploitation. Dargeboten wird keine indonesische Version von Deathbed, The Bed That Eats, obwohl das vielleicht ebenfalls eine interessante Sache war. Nein, ich zeige euch einmal ganz kurz das Cover des Mediabooks und vielleicht kommt der ein oder andere ja schon selber drauf, worum es in diesem Film geht. Ja, das ist wirklich die Hand von Freddy Krueger und die ist auch zu Recht auf diesem Frontcover, denn Satan's Bed ist eine indonesische Version von A Nightmare on Elm Street. Und dabei folgt der Film nicht nur in der ersten Hälfte dem Original von Wes Craven, eigentlich relativ genau, kopiert teilweise sogar gesamte Szenen 1:1, wie eben beispielsweise die bekannte Bettszene oder die bekannte Badewannenszene, ist dabei aber wahrscheinlich einerseits aufgrund von Zensurauflagen im eigenen Heimatland oder aber auch Budgeteinschränkungen deutlich unblutiger ausgefallen als die Vorlage und das, obwohl der Film damals tatsächlich auch in zwei verschiedenen Fassungen abgedreht wurde und die indonesische Heimatfassung um 20 Minuten gekürzt war im Vergleich zur international ausgewerteten Version, beispielsweise in Sachen Gewalt, aber natürlich auch Nacktheit und
Sex ist ja böse. Habe ich irgendwo gehört. In Indonesien stark zensiert. In Deutschland wurde der Film damals auf Videokassette ungeschnitten veröffentlicht, ist aber auch in dieser Version in Sachen Gore deutlich harmloser als A Nightmare on Elm Street. Deswegen war die Indizierung damals auch ein bisschen fragwürdig. Erschien aber eben auch im deutschsprachigen Raum ungeschnitten, wobei die hier auf DVD vorliegende Version geringfügig von der alten deutschen Videofassung abweicht. Aber da hat WMM meiner Meinung nach alles richtig gemacht und eben neben der brandneu abgetasteten Widescreen-Fassung im Originalbildformat einfach eben auch die alte deutsche Videofassung mit auf die DVD gepackt. Das nenne ich geiles Goodie. Aber wo wir gerade beim Thema geile Dinge sind. Wir haben bereits erwähnt, dass der Film jetzt im Jahr 2020 über WMM auch als limitierte Auflage im Mediabook erscheint, aber als einer der wenigen Titel aus der Reihe Super Spooky Stories kommt Satan's Bed dabei nicht nur mit einem Cover-Artwork, sondern gleich mit zwei verschiedenen daher. Und dabei handelt es sich beim Cover A wenig überraschend um das alte deutsche VHS-Cover-Artwork inklusive denselben Titelschriftzug, den wir auch auf der alten deutschen Videokassette gesehen haben. Das ist meiner Meinung nach ein relativ gelungenes Cover und eben aufgrund des Bekanntheitsgrades und der größeren Verbreitung im deutschsprachigen Raum auch deutlich höher limitiert auf nur 333 Stück. Meiner Meinung nach für so einen grenzgenialen Film trotzdem ein bisschen wenig. Aber apropos ein bisschen wenig, wir haben es noch mit dem Cover B zu tun. Geil! Ich habe das Cover jetzt schon wirklich lang und oft gesehen, aber jedes Mal, wenn ich es wieder neu erblicke, oder in meinem Fall jetzt gerade in die Luft schaue, finde ich es einfach nur großartig. Das ist im Übrigen das alte französische VHS-Cover, das allerdings, wenn man es googelt, damals noch etwas mehr Platz quasi oben und unten hatte. Hier für das Mediabook wurde es natürlich aufgrund des anderen Formats von dem Mediabook im Vergleich zur alten Verpackung von der französischen VHS oben und unten leider etwas abgeschnitten, aber anders war es nicht möglich, dieses Cover-Artwork auf ein Mediabook zu bekommen und ganz ehrlich, so ist es meiner Meinung nach auch deutlich schöner und deutlich besser aufbereitet, als man hätte dem Ganzen irgendwelche fetten, hässlichen Rahmen verpackt. Limitiert ist das Ganze übrigens auf nur 111 Stück. Und nachdem es sich bei Satan's Bed um ein absolut großartiges Stück indonesischer Filmgeschichte handelt, freut es mich persönlich ganz besonders, dass ich diesen Moment mit euch teilen darf. Lade euch recht herzlich ein, noch ein paar Minuten hier zu bleiben, nicht einzuschlafen, sondern mit mir ein bisschen in die Welt der indonesischen Remake-Exploitation abzutauchen und im heutigen DVD-Check hier auf Playzocker Reviews ein bisschen was über den Film Satan's Bed zu erfahren. Wow! Mehr kann ich einfach nicht dazu sagen. Dieses Mediabook von Satan's Bed ist definitiv mindestens eines der 10 schönsten Mediabooks, die im Jahr 2020 überhaupt im deutschsprachigen Raum erschienen sind. Schaut euch dieses Cover an. Derjenige, der dieses Bild damals für das Cover-Artwork der französischen Videokassette erdacht hat, ist ein absolutes Genie. Man muss nämlich dazu sagen, dass der Film nicht, dass das Cover nicht nur eindeutig wunderschön wiedergibt, wie der Film mit seinen weiblichen Darstellerinnen umgeht, sondern eben auch, wie sehr hier das Nightmare on Elm Street Franchise verwurstet wird. Und ja, die Messerhände kommen so tatsächlich in dem Film vor. Und ja, der lustig entstellte Darsteller von Freddy Krueger unter Anführungszeichen trägt im Film auch über weite Strecken den original schwarz-rot gestreiften Pulli. Da sieht er sogar noch auf dem Cover ein bisschen harmloser, könnte man sagen, aus als dann letztendlich im Film. Aber das ist in meinen Augen ein einfach nur schlicht und ergreifend phänomenales Cover-Artwork. Eingangs habe ich eben bereits erwähnt, dass das auf der alten französischen Videokassette bedingt durch das länglichere Format der VHS-Hülle etwas länger war. Hier hätten wir zum Beispiel eben oben noch das Ende vom Kopf des Killers gesehen und dabei eine Tagline auf Französisch gelesen. Hier hat man eben bei WMM um quasi die generelle Ästhetik von dieser Vorlage beizubehalten, ein paar Credits eingeblendet. Außerdem haben wir auf der unteren Seite von dem Cover, eigentlich unterhalb von der Position, wo der Filmtitel
der hier so ähnlich aussieht wie im Vorspann von dem Film dann an sich, beziehungsweise eigentlich sogar recht gut nachgeahmt wurde mit diesen ausgefransten Enden. Nicht 1:1, aber trotzdem wirklich gut. Hätten wir die Originaltitel-Einblendung erst noch weiter unten. Aber ich finde eben auch durch die Vergrößerung hat es seinen Vorteil, dass die Krallenhand und damit deren blutige Folgen noch deutlich besser auf diesem Mediabook-Cover zur Geltung kommen. Was mir ebenfalls sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass dieser Scan und diese Abtastung und Aufbereitung von dem Cover-Artwork hier auf dem Mediabook einfach nur beeindruckend ist. Das Cover ist angenehm scharf, präsentiert sich farbenfroh, was mir eben vor allem bei der blondierten Matratze auf dem Kopf des Girlies erkennen kann, beziehungsweise natürlich auch bei ihrer blutig entstellten Brust. Das ist einfach nur beeindruckend und geil. Können wir jetzt einmal über den Spine, wo wir natürlich den Filmtitel lesen können und wieder eine Miniaturansicht von dem Frontcover-Artwork sehen, auf das Backcover wechseln. Auch da hat sich WMM wieder mal große Mühe gegeben, die Ästhetik einer VHS-Kassette sehr schön nachzubilden. Wir bekommen die Inhaltsangabe zum Film, die übrigens inhaltsgleich ist mit dem, was auf der alten deutschen Videokassette damals zu lesen war. Außerdem bekommen wir ein paar Ausschnitte und Bilder aus dem Film, die es ebenfalls auf der deutschen VHS-Kassette gegeben hat, zum großen Teil, sagen wir mal, weil ein Bild, das hier noch auf der rechten Seite zu sehen ist, das stammt eigentlich vom Frontcover-Artwork der alten deutschen Videokassette. Sehr schön, wie man hier eben diese deutsche VHS-Ästhetik ein bisschen angepasst auch bei dem Cover B Mediabook vorfindet. Dann gibt es noch die technischen Informationen sowie andere Details rund um diesen Release. Hier eben wie bereits erwähnt, neben der grundsätzlich ungeschnittenen Fassung des Films, die mit einem neuen Master im Originalbildformat 2,35:1 abgetastet wurde, auch die alte deutsche Videofassung von dem Film mit an Bord, wo eben ein bisschen was anders geschnitten war, beziehungsweise aus Qualitätsgründen mussten, und das steht ebenfalls im Booklet von dem Mediabook drinnen, circa 10 Sekunden Material eben bei Rollenwechseln aus dem Master geschnitten werden, weil die absolut kaputt und nicht mehr brauchbar waren. Kann man meiner Meinung nach damit leben. Schauen wir mal ins Innere von dem Mediabook, da bekommen wir grundsätzlich eben die bekannte Ästhetik von einem Super Spooky Stories Mediabook geboten, mit eben dem alten deutschen VHS-Cover auf der linken Seite auf der DVD von Satan's Bad. Auf der rechten Seite ist in meinem Fall die DVD von Silent Madness, die identisch und inhaltsgleich ist mit der bereits in Deutschland von Castello veröffentlichten DVD. Aber hier braucht sich keiner eine Sorge machen. Ja, es ist selbstverständlich die ungeschnittene Fassung des Films auf der DVD. Bei der gekürzten Fassung ist damals ein bisschen, sagen wir, was schiefgelaufen. Aber ich weise auch darauf hin, dass es nicht bei jedem Mediabook von Satan's Bad ausschließlich diesen Film als Bonusfilm gibt. Es könnte auch in eurem Mediabook ein anderer Bonusfilm mit dabei sein. Zwischen den beiden Discs schlummert wieder mal ein eigenes Booklet, das ausschließlich für diesen Release aus der Super Spooky Stories Reihe angefertigt wurde, geschrieben. Wieder mal absolut unterhaltsam und lesenswert von Christoph Kellerbach, der sich bei diesem Booklet einerseits sehr schön mit dem Thema Remake-Exploitation allgemein auseinandersetzt, dann natürlich auch im Speziellen auf die indonesische Filmwirtschaft bzw. indonesische Remake-Exploitation-Dinge eingeht. An der Stelle kann ich für all diejenigen, die sich da noch weiter durchlesen wollen, auch auf die Webseite von Wicked Vision verweisen. Auch dort gibt es einen wahnsinnig interessanten und ebenfalls lesenswerten Artikel über indonesische Remake-Exploitation. Aber das, was wir hier von Christoph Keller im Booklet von Satan's Bad vorfinden, ist wieder mal hervorragend recherchiert, sehr angenehm lesbar und mit vielen, vielen wissenswerten Informationen gespickt, sodass ich nach der Sichtung des Films eine Lektüre des Booklets definitiv empfehlen würde. Und ich glaube, wir sind uns einig, das Mediabook von Satan's Bad ist wunderbar. Freaking schön. Die Frage ist allerdings, ob dieser Film, der in den späten 60er Jahren in Indonesien gedreht wurde, auch in Sachen DVD-Bildqualität das Siegel wunderschön verdienen kann. Wie bereits erwähnt, wurde ein neues Master, ein neuer Transfer angefertigt für diese DVD, aber wie sich das Ganze dann letztendlich auf unseren Fernsehbildschirmen macht, das
möchte ich euch wie gewohnt im nächsten Segment von Playzockers DVD-Check zeigen. Wie immer gibt's dazu dann eine Slideshow mit einigen Screenshots aus dem deutschen DVD-Transfer von WMM direkt. Ich möchte wie immer darauf hinweisen, dass ich diese Bilder zwar alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 die tatsächliche DVD-Bildqualität repräsentieren kann. Und außerdem, das ist mir ebenfalls ein wichtiger Hinweis, jedes Mal, wenn wir uns DVD-Screenshots hier anschauen, ihr schaut auf YouTube grundsätzlich ein Video, das in 4K gedreht wurde. Ja, natürlich schauen diese Screenshots wesentlich unschärfer aus, als das, wie der Rest des Videos aussieht. Aber das liegt jetzt quasi nicht an dieser DVD im Speziellen, sondern an der Auflösung einer DVD generell. Wenn wir uns jetzt mittlerweile schon die ersten paar Bilder von Satan's Bad angeschaut haben, dann ist uns natürlich nicht zu übersehen, relativ deutlich aufgefallen, dass der Film etliche Verschmutzungen, Laufstreifen, Staubkörner, Dropouts, sonstige Defekte aufweist. Das war natürlich alles im Master so vorzufinden und häuft sich beim Film natürlich immer wieder am Anfang bzw. am Ende einer Filmrolle. Meiner Meinung nach ist das allerdings irgendwie auch ein bisschen charmant für die Ästhetik des Films und als wirklich störend habe ich es trotz der teilweise recht hohen Intensität nicht empfunden. Es gibt aber auch viele Szenen, bei denen eben diese Zerstörungsintensität wesentlich geringer ist, als es hier bei einigen Screenshots den Anschein hat. Außerdem war ich mit der Schärfe des Bildes für einen DVD-Transfer, für eben eine Abtastung von einer indonesischen Filmproduktion aus dem Jahr 1986 sehr positiv überrascht. Es ist zwar kein wahnsinnig detailliertes Bild, aber grundsätzlich ist die Schärfe meiner Meinung nach auf einem hohen Niveau. Grundsätzlich kann man sogar auch mit der Farbgebung und mit dem Kontrast durchaus zufrieden sein, wenn man eben natürlich daran denkt, dass man hier eine sehr, sehr alte Kinokopie offensichtlich vorliegen hatte, die eben ihre beste Zeit schon lange hinter sich hat. Aber ganz im Ernst, verglichen mit dem, was man von obskuren, seltenen Filmen teilweise zu Gesicht bekommt, ist das, was uns WMM hier von Satan's Bad präsentiert, definitiv ein sehenswerter, gelungener Transfer, über den man im Endeffekt wirklich nichts Schlechtes sagen darf, weil das ist wahrscheinlich das Beste, wie dieser Film noch überhaupt aussehen kann, wie dieser Film jemals aussehen wird. Und da muss man sich bei WMM eigentlich wirklich fast schon bedanken für die ganzen Mühen, die sie in diesen Release gesteckt haben, um uns den Film eben in so einer Qualität präsentieren zu können. Selten, wirklich selten, habe ich mich dermaßen gefreut, als ich auf Facebook eine neue Release-Ankündigung gesehen habe. Als mir das Cover B von Satan's Bad das erste Mal in die Augen gesprungen ist, fingen die an, völlig ein bisschen zu tränen. Und als ich dann gelesen habe, worum es sich bei dem Film an sich wirklich handelt, war ich begeistert. Und ganz ehrlich, Satan's Bad ist für mich einer der besten Releases des Jahres 2020. Bei dieser Veröffentlichung hat WMM für mich einfach alles richtig gemacht. Einerseits ein obskures, unfassliches eigentlich schon fast, Filmjuwel aus Indonesien ausgegraben. Ein Film, der mit der absoluten Rip-Off-Sploitation-Perle Lady Terminator, der übrigens vom selben Regisseur ist, auf jeden Fall mithalten kann. Eine krude, absurde, skurrile Adaption von Wes Cravens Kultklassiker Nightmare on Elm Street, der aber trotzdem auch nicht umhin kam, noch einige eigene Ideen einzubauen, was wahnsinnig genial ist. Ein unglaublich sehenswerter Film mit einem wunderschönen Mediabook, hier großartig präsentiert. Was will ein Trash-Fan-Herz mehr? Ganz ehrlich, jeder, der auch nur ansatzweise irgendwas für das abgekupferte Filmvergnügen übrig hat, jeder, der auch nur ansatzweise irgendetwas mit Filmen von Bruno Mattei, The Asylum oder ähnlichen Rip-Offsploitation-Künstlern anfangen kann, der darf im Jahr 2020 definitiv nicht an dem Mediabook von Satan's Bad vorbeigehen. Das war für mich einer der unterhaltsamsten Filme, die ich in diesem Jahr gesehen habe und definitiv einer, der bei mir noch öfter im Player landen wird. Vor allem, wenn Leute vorbeikommen und sagen, du magst Filme, zeig mir mal was Lustiges. Definitiv. Aber nicht einschlafen dabei.